Und willkommen zurück bei unserem kleinen Südsee-Abenteuer. Naja, eigentlich ja nicht, ist ja eher die alte Welt. Ah, wir können mal gucken. Wir brauchen Dampfmaschinen. Das heißt, wir müssen hier mal gucken, was wir bauen müssen. Und Dampfmaschinen, das ist die Produktionskette. Kupfer, Zink, Kohle, Eisen. Na gut. Das heißt, das wird auch sehr schön. Wir hatten noch hier eine Insel. Was gab es denn drauf? Da gab es Kohle. Wir könnten hier. Achso, da bräuchten wir erst. Okay. Eisen und Messing. Ich glaube aber, das habe ich jetzt hier so gut gebaut, dass da nichts übrig bleibt, oder? Messing. Noch ein bisschen was. Eisen. Oh, dann bauen wir doch hier einfach mal eine. Kommt hier rein. Ist nicht hier wieder rein. Da gibt es Strom. Und geht das. So. Das sollte hinhauen. Gut, dann lassen wir da mal ein paar Dampfmaschinen herstellen. Und die Schiffe sind da. Ah, ausnahmsweise haben wir mal ein bisschen Rückenwind. Sehr schön. Tja. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Moral ist immer noch 42. Wie funktioniert das denn hier mit dieser Moral? Weiß niemand, ne? Jetzt aber mit 42er Moral will ich jetzt nicht unbedingt losschicken. Ja, die anderen beiden Schiffe sind da. Ei. Hier ist ein Boot. Ah, hier ist auch nichts, ne? Nee. Können wir. Haben wir denn hier Items, was aufs Schiff gehört? Ne, haben wir da hinten noch Items, was aufs Schiff gehört? Ah ja, das könnten wir. Ah ja, die Pfünde haben wir auch noch. Ja, könnten wir mal herfahren dann. Warum denn nicht? Gammelt ja sonst. Dauert wohl noch ein bisschen. Ach, Strom braucht das Ding auch. Na toll. Aha. Wo ist da? Bequemlichkeit ist. Wo ist unser Clipper? Ich glaube, den müssen wir dann echt. Das Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Nee, du bist nicht der Clipper. Was denn? Hier. Dann müssen wir tatsächlich mal. Route eingezeichnet. Ein bisschen was hin und her schieben. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Schiffe wie dieses strahlen ein. Können wir gleich mal gucken gehen. Was brauchen wir denn alles für Öl? Öl, da Öl. Bauen wir in der alten Welt, ah ja. Ah ja, wir brauchen Fenster, wir brauchen Stahlbeton, Stahl, gespeichert. Steine und Holz, das geht sogar noch. Ich brauche auch viel Stahl und Holz. Stahl, Holz, Steine, Holz, Steine, Holz, Steine. Ja, okay. Das könnten wir schon mal hinbauen. Naja. Nicht so viel. Warte, noch nicht. Glaube ich, in den Miesen. Oh je. Mehr Einwohner. Ich sehe da keine Schwachstelle. Ja, kommt, damit wir ein bisschen. Sind sie alle aufrüstbar? Ja. Oh, das alles, ja, dann haben wir keinen Stahl mehr. Aber, okay. So. Oh, für die hat es gar nicht mehr gereicht. Welch freudvolles Abbild von Ihnen.
Na gut, nur Stahl rüber transportieren. Hatte ich nicht noch irgendwo? Da ist unser schönes Flaggschiff. Perfekt. Dann nehmen wir hier mal. Ich muss es mitnehmen. Ansonsten, ich habe alles, oder? Ah, wartet. Holz ist ja auch da, ne? 50 Holz mit. Metallbeton. So langsam alles ein bisschen knapp hier. Und los. Ja, was ist jetzt mit dem Geleitschuh? Sind doch da, oder? Genau. Stillgestanden! Der Admiral! Sagten Sie nicht etwas von einem Eine Handvoll Getreuer bleibt stehen. Jetzt hat es. Ja, dann könnten wir mal gucken. Das nächste wäre wahrscheinlich diese Insel. Ist die irgendwas mit Traum? Hätte er da, die er aber noch nicht, doch. Nee. Sie werden hier niemals ein. Die er aber hier noch nicht anbaut, abbaut. Das heißt, es wäre jetzt auch zweitrangig. Gucken wir erstmal. Dass wir die Geleitmission hier fertig machen. Insel hatte der Malchen ja jetzt noch. Genau, die machen wir noch weg. Oder noch 1, 2, 3, 4. Hat immer noch 5. Die hat uns vorhin abgeluchst. Die hat auch schon wieder bebaut, wie ein Bekloppter. Das ist echt der Wahnsinn. Wie schnell der baut. Okay. Ingenieure steigt, Handwerker steigt. Was hat gefehlt? Rum. Zur Stelle. Das ist das Rumschiff. War gerade da. Wie viel hat es denn mitgebracht? Rum. 74 haben wir jetzt im Lager. Ist diese leidige Sache erledigt? Oh, anscheinend. Mit welcher Entschlossenheit sie die Dinge anpacken. Das war's schon. Flotte segelt in Formation. Die beiden möchte ich gern noch. Sachen rein tun. Laufen Koordinaten an. Na, wir haben keine Aufgaben mehr. Nein. Okay. Mehr als bereit. Was ist mit dieser Moral? Tja. Ein guter Kapitän achtet die See, er fürchtet sie. Das klappt nicht so gut, wie es aussieht. Tja, ich weiß nicht, 42%. Eine sehr schwere Mission. Na, was soll's los? Kommt, wir machen es einfach. Wird wahrscheinlich schief gehen. Macht aber nichts. Okay, wie gut geht der Rum dann runter? Der Rum war ja gerade ein Problem, ne? 65. Ja, könnte aber hinhauen. Auf Ihren Befehl. Ja, warum hast du denn jetzt das Ding hier drin? Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Hatte ich hier nicht was anderes eingeladen? Hatte ich hier nicht 50 da? Ach nee, warte. Da. Das, kleiner Augenblick. Steuermann! Was denn? Nicht. Irgendwas?
Wo ist denn... Doch hier. Jetzt. Da, da hatte ich es eingeladen. So, okay. Das hätten wir... drin. Das brauchen wir jetzt nicht. Ei. Das werden wir mal ins Rathaus tun. Die Schiffe werden wir hier noch... Neue Befehle? Items für Schiffe. Hoch. Und Friedensvertrag. Und den da hätte ich gerne. Nein. Du musst einen... Handelscharter. Nein, brauche ich. Achtung! Und Admiral anwesend! Zack. Schiff unter Beschuss. Schon wieder. Stillgestanden, Herr Admiral. Ei! Was will der denn? Was will der denn hier? Sind unterwegs. Das kann mir mal einer sagen, was dieses Schiff wurde zerstört. Ach, das war unsere Expedition. Ach, schöne Scheiße. Was ist denn wie... Ach, das ist ja auch schön blöd, weißt du? Also das ist echt blöd gemacht. Komm ja doch nicht dran, ne? Alles verloren. Ein schöner Bäckermeister. Super. Gut. Expeditionsmassaker. Dich kriege ich noch. Warte mal ab. Ja, das ist echt... Das ärgert mich jetzt. Total. Kann dieses Geheimnis entschlüsselt werden? Wie zufrieden ich auch bin, mein Wunsch nach Verbesserung bleibt. Ist das denn die Menschen möchten, dass sie ihr Enigma lösen. Okay, beantworten sie das Enigma, indem sie das angeforderte Gebäude auf einer ihrer Insel klicken. Ein altes Volk verehrte diese goldene Feldfrucht, die sie ernährte. Aha. Könnte jetzt Getreide sein. Ist es aber wohl nicht. Oder die meint Bananen. Dann müssen wir mal hier. Moment. Dort. Bananen. Das ist das Bananen gewesen? Nicht? Gut, es ist eine Feldfrucht. Sie ist gelb. Dann sind es vielleicht doch keine Bananen. Wilde Feldfrucht. Moment. Wir können uns ja mal durchklicken hier, ne? Kautschuk. Oh, wartet, Mais. Ein ausgezeichneter Katalysator. Ja, geht doch. So. Aber ich wollte hier gar nicht hin. Ich will zurück in die alte Welt. Und mich darüber ärgern, dass unsere Expedition schon vor dem Auslaufen kaputt gegangen ist. Das wird mir der Malchinger büßen. Büßen wird er mir das. Sobald ich das mit dem Öl hingekriegt habe. Genau. Auf Ihren Befehl. Spielstand gespeichert. So, Rathaus. Genau, dann machen wir hier auch noch schön das da rein. So. Erwarten neue Horizonte. Genau, darum hatte ich den Clipper, glaube ich, vorhin hier hochgefahren, damit ich den voll mache und dann überbringe. So, bist du ein Rumschiff? Nein, du bist kein Rumschiff. Bist du das Rumschiff? Nein, du bist das Brot und Wurst. Ja, das lasst uns mal gucken. Wie viel Rum ist noch da? 38, das sieht eigentlich gut aus. Und wo ist das Rumschiff? Welches Schiff hier macht denn rum? Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Bertas, hier, die ist schon weg, ne?
Okay, gucken wir auf die Weltkarte. Was ist denn die Libertas? Ah gut, könnte schon knapp werden. Ist die Frage, ist das ein Problem, dass hier nicht genug da ist? Das, also die kommt mit 100 zurück. Also sie sollte mit 100 zurückkommen, wenn sie voll beladen wird. Nicht der Rede wert. Aber nett, was haben wir denn da Schönes? So stolz war ich schon lange nicht mehr. Oh, ein Quarzkristall. So, haben wir hier auch noch Museumsstücke? Oh ja, guck mal. Oh ja, guck mal, wir haben. Ne, das ist ein Charakter-Item. Aha, okay. Da speichern. Ja, das könnten wir dann, wenn wir hier sind. Mal auch mal mitnehmen. Aber nicht jetzt. Ist die. Quatsch. Weltkarte. Ah, sie ist gleich da. Das heißt, sie ist, kommt jetzt eigentlich da oben irgendwo reingetuckert. Wo auch immer diese Schiffe hier reintuckern. Donnermuschel, die fährt hier rum. Die Libertas, die müsste ja auch irgendwo. Eigentlich, ist das eigentlich das Maximum? Ist das da so? Auch da um 125? Mal gucken. Nee, 150 ist das Maximum. Da kommt sie. Ich sehe es. Zur Stelle. Das müssen wir jetzt mal kurz beobachten. Wie weit das Ding beladen wird. Schauen wir mal. Ja, da ich hier sowieso kein Dings habe, ne, kann ich eigentlich diese blöde. Das kann ich auch nicht weiß, weil wir haben ja eh kein Segeltuch hier und ich baue hier jetzt auch keins. Wollen wir das Geld sparen, weil wir sind immer noch in der Miesen. Oh, ja. Ich wüsste Ihre Hilfe sehr zu schätzen. Eine Bauaufgabe. Okay, was wollen wir dann bauen? Können Sie uns noch einmal den Weg weisen? Ein Rathaus. Oh, na gut. Wo war denn das Rathaus? Hier. Ach, das passt da sogar hin. Aber ich würde es eigentlich lieber gerne irgendwo hin. Ach, die Fahrt ist 4x4, oder? Ah, da verlieren wir aber viel. Das macht auch keinen Sinn. Dann baue ich sie hier hin. So. Ja, ich baue sie hier. Sie sind schneller als der alte Jornalero. Brandgefahr minimieren. Oh, komm, mach einfach rein. Achso, das können wir dann gebrauchen. Ja, den brauchen wir. Wo ist es? Da Schoner das steht bereit. Das müsste ja komplett. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Sieh an, der Idiot ist zurück. Oh, gütiger, ich. Ist Melonen, ich habe sie für den Fotografen gehalten. Was sind für Melonen? Ach, Melonen. Kopfbedeckung. Ja, okay. Ihr braucht jetzt keinen Hut. Sie haben an Einfluss verloren. Okay, 50, ja. Neue Befehle? Ist hier noch irgendwas Schönes? Was? Nee. Also der fährt mit 100 rum in der Gegend rum. Das scheint irgendwie nicht ganz zu reichen. Waren rum ist 13, ja, das reicht nicht. Heißt, da müssen wir wieder zwei Schiffe fahren lassen. Na komm, das sind zwei Schiffe. Ich glaube, das ist immer noch günstiger, oder? Der Clipper kostet 175 und das Ding kostet
15. Da lasse ich doch lieber zwei Schoner drüber laufen, dann über die Route. Machen wir mal. Ach so, ja, und ich wollte jetzt auf Ihren Befehl. Erstmal 50 davon. 50 Stahlbeton, Fenster. Fenster? Wo sind die Fenster? Da. Auch 50. Auch was mitnehmen. Steine, Holz. Genau, sie sind die Steine mit. So. Und dann schicken wir den mal in die neue Welt. Ja. Und halt dich vom Malchen erfern. Jetzt sehe ich mit deinen Schiffen aus. Da. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Flotte unterwegs. Tja, ja, ist schon alles weg, ne? Ja. Der Hafenanlage ist aber auch extrem gut geschützt, unglaublich. Kann ich jetzt eigentlich inzwischen mal die Gebärter bauen? Ja. Das sind 350 Unterhalt und 60 Stahl. Hier, Geschütze. Auch diese blöden Produktionsketten, das war ein Salpeter. Dieses Seifenbisszeug. Ja, aber wir düsen erstmal los Richtung Malchinger. Natürlich mal wieder gegen den Wind. Natürlich. Es ist ja nicht so, dass das der Wind mal auf meiner Seite wäre. Nein. Ich glaube, ich muss mal darauf achten. Ich glaube, der dreht einfach, wenn ich irgendwo hinfahren möchte. Es ist. Man hat es nicht leicht. Oha, da bei den Handwerkern schon. Es ist darum. Deshalb alle, ne? Habe ich nicht daran gedacht. Ja, darum singt. Die haben nicht genug zum Sippeln. Schiff jetzt gleich fertig, dann schicken wir das mit auf die Route. Könnte sich das ein bisschen entspannen. Schiff vom Stapel gelaufen. Und die heißt Genevere oder so ähnlich. Guten Rum. Und noch ein Schiff. Die da annehmen. Fahre. Schiffe haben wir da, die andere sind mit den Baumaterialien für die Ölquellen gerade unterwegs. Das heißt, wir bräuchten hier auch einen Ölhafen. Wir wollen oder nicht. Wir müssen jetzt was mit dem Geld machen. Das ist echt nicht gut. Einwohner haben wir eigentlich 6000. Stillstand gespeichert. Tja, ja. Das ist echt blöd. Den Balchen jetzt auch nicht ein bisschen. Ah, hier, da gibt noch zwei. Ja, das geht, glaube ich, ganz gut hin. Unten hat er auch. Seine Hauptinsel, die ist natürlich besser geschützt. Ne? Wenn wir dann darum stehen. 1, 2, 3, 4. 5 große, eine dicke Bertha und noch 3 kleine Geschütze.
ein Fuchs in meinem Bauch. Tja, hier brauchen wir auf jeden Fall größere Geschütze. Wir helfen, wo wir können. Pelzmäntel läuft, wenn ich das richtig sehe. Hier haben wir 12, das hört sich gut an, ja. Das heißt, hier hat sich es ordentlich aufgebaut, nicht schlecht. Das heißt, da müssen wir uns jetzt nicht weiter drum kümmern. Rum, hoffentlich wird sich normalisieren. Und sobald wir jetzt Öl haben... Ich bin der Trägheit erlegen. Das sind unsere... Da kommt das Rumschiff, oder? Zur Stelle. Nee, das ist das andere Schiff. Das Rumschiff ist noch nicht hier. Dann bin ich mal gespannt. Ja, Wurst und Brot. Fällt mir gerade auf. Gut, Wurst. Okay, die Wurstkrise ist überstanden, wie es aussieht. Interessant. So viel haben wir gar nicht dazu. Wir haben 2, glaube ich, dazu gebaut, oder? Brotkrise haben wir momentan nicht, aber die Wurstkrise ist, kann man sagen, ist, existiert nicht mehr. 10, obwohl, guck, das ist auch plus 10, wenn wir jetzt zurückkommen. Und das denn jetzt 20? Das reicht schon vollkommen aus. Schoner steht bereit. Nee, das ist schon. Der fährt doch jetzt auch nicht mehr in der Gegend rum als vorher. Das irgendwie, muss ich das jetzt verstehen? Der fährt doch jetzt auch wieder mit 12. Zur Stelle. Der ist doch vorhin schon mit 12 in der Gegend rumgefahren. Stadt von La Isla. Ja, La Isla. Interessiert doch keinen. Ah, wer will da schon wieder was? Ich brauche Hilfe bei einigen kleinen Problemen. Ich sollte nicht nach mehr fragen. Wir haben alles, was wir uns hier erhofft haben. Potenzieller Ehemann. Wo soll ich den finden? So. Dieses Bauernmädchen hat Mühe, einen geeigneten Gefährten zu finden, der zu ihrer schillernden Persönlichkeit passt. Sie hat um ihre Hilfe bei der Suche nach einem geeigneten Freier gebeten. Okay, finden Sie einen potenziellen Ehemann und holen Sie ihn ab. Okay. Wie wär's mit dem? Oh nee, warte, das ist eine Frau. Ein Feuer ist ausgebrochen. Klick. Okay. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Ja, vielleicht sollte ich auch eine Feuerwehr bauen. Ist angekommen. Das haben wir jetzt gebaut. Die Feuerwehr, die war hier. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Und hier ist auch noch irgendwie jemand. Da. Wie oft denn noch? Ah ja. Die Seeleute. Das war's jetzt. Wir werden auf sie anstoßen. Kunstdünger! Einfaches Getreidefarben. Die Flammen wurden gelöscht. Sehr schön. Können wir ja aufbauen. Läuft noch? Oh, was kaputt? Okay. Wo war ich jetzt? Die Feierlichkeiten sind beendet. Neue Befehle?
Nähmaschinen. Inzwischen Schnaps. Wo ist die rum? Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Bereit für den Einsatz. Ach nee, das war die, die fährt erst da in die Richtung. Ist das denn rum? Das ist einmal rum, ja. Da kommen wieder 100 rum. Das ist aber wieder ein bisschen. Irgendwas fehlt noch. Ah, das sind die Obreros. Gut, die interessieren mich jetzt gerade ehrlich gesagt relativ wenig. Ach, wo wir gerade hier bei sind, ne? Das fehlt mir gerade so. Die beiden noch. So. Damit das auch ordentlich ist hier, ne? Rum. Was ist die andere? Da ist es. Was ist denn hier? Was ist da los? Ja, gut, doch, könnte hinkommen. Dass sich das alles brav normalisiert. Und ich, genau, da sind sie. Da sind wir bereit. Attacke! Diesmal sogar nur halb gegen den Wind. Ja. Wie man es nimmt. Schiff unter Beschuss. Feindliches Ziel erfasst. Alle Mann, Attacke. Alle Mann an Deck. Das ist wirklich. Flotte zum Angriff. Die Waffenruhe wurde beendet. Ah, und jetzt hier. Oder? Wir lahmen etwas. Ja, ihr lahmt etwas. Schnell nach Hause. Kann ich mitgekriegt. Vielleicht können wir es noch retten. Flotte erwartet Befehle. Na gut, wenn der Schütze der nicht so vorne lang fährt, wäre er weniger. Feindliches Ziel erfasst. Also Inkompetenz dieser Marine. Fühlen Sie sich in der Zwischenzeit ruhig den Schweiß von der Stirn. Nexus. Länderspitzbube! Vorsetzen! Ich will so richtig drauf schießen, wo sie drauf schießen. Das ist auch nicht, ne? Wird das da platt machen? Geld gekostet. Hoffentlich. Oh, das Schiff könnte sogar noch kommen. Einem eisernen. Ja, da Mist. So. Das konnte nur geschehen. Oh, ich habe vergessen, das Schiff leer zu machen. Ne? Okay.
Trotzdem erstmal nach Hause. Da schlummert großes Potenzial in ihnen. Achtung! Admiral anwesend! Das ist auch voll. Moment, komm jetzt mal unter. Lass mal mit auf. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Was gibt's denn hier Schönes? Zink gibt's hier. Eisen und ein bisschen Zement. Und Trauben, wenn wir sie brauchen. Ei! Und auf dem Weg nach Hause. So. Tja, ich glaube, das Schiff hat es sogar geschafft, oder? Ja, der Schrotthaufen hat es geschafft. Ich werde bekloppt. Aber alles. Mehr als bereit. Ach doch, oh, Messing. Das ist super. Warte mal. Das bringt der Herr mal gerne mal hier oben hin. Da brauchen wir den Mist. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Hier und Fleisch, ja. Und das kommt hier. Und was immer hier ist, ich glaube, wir haben kein Schiffchen mehr. Wobei doch, die haben wir doch. Guck mal her, ja. Sammeln wir mal auch mit ein. Gucken, ob das Schiff rechtzeitig da sein sollte. Löschen, alles löschen. Und das auch noch weg. Ja. Gut. Dann haben wir ja genug zu tun. Dem Malchen haben wir ein bisschen was reingewürgt. Ich würde gerne noch mehr reinwürgen. Aber dazu müssten wir, glaube ich, erstmal doch noch wieder ein, zwei Schiffe bauen. Sind immer noch ein bisschen im Minus. Das müssen wir dringend in den Griff kriegen. Fehlt irgendwas? Nee. So sieht das eigentlich alles ganz gut aus. Das heißt, wir werden mehr Einwohner brauchen. Das hilft nichts. Mehr Ingenieure, die mehr zahlen. Aber das werden wir alles in einer der nächsten Folgen machen. Bis dann. Ciao, ciao.